Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnomahmets und Engadum zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst. Ja, da wären wir also. Hier geht's direkt weiter mit der nächsten Story-Geschichte-Sache Dings mit Jesse und James. Also, das ist doch die Hölle. Lass uns gefälligst durch. Nein, nein und nochmals nein. Ich nehme meine Wachdienst ernst und habe strikte Anweisungen, keinen Zutritt für Unbefugte. Unbefugt? Na, hör mal, wir gehören doch zum selben Team. Jetzt reicht's mir gut jetzt am Ende. Du hast mein Befugnis. Was? Jesse, warte auf mich! Okay, die haben sich da reingedrängelt. Guten Tag, Herr Wachmann. Blub. Sieht aus, als wäre er völlig weggetreten. Aha. Ich fühle mich wunderbar, wenn ich etwas Böses tue. Team Rocket. So, da wären wir in das Hilfscompany. Empfangsdame. Hey, du da! Ach, das ist keine von Team Rocket. Sehr gut. Tut mir leid, aber in unserer Firma geht es im Moment etwas turbulent zu. Für Kinder ist es hier einfach zu gefährlich. Ach, jetzt haben sie sich doch nicht so. Eine kleine Besichtigung ist doch sicher drin. Und darum mit Modi und darum blau. Oh, das ist doch blau. Zwergfee, ich hab dich schon gesucht. Was machst du denn hier? Als hätte ich's geahnt. Die Typen von Team Rocket führen immer und überall nur Böses am Schilde. Du triffst die Nadel auf den Kopf, Mordev. So langsam wird es Zeit, dass jemand die Pläne dieser Verbrecher ein für alle Mal durchkreuzt. Ganz deine Meinung. Gut, dann sollten wir gleich mal besprechen, wie wir das anstellen. Also der Plan lautet wie folgt. Zwergfee. Du nimmst dir diese Loser von Team Rocket zur Brust und vertreibst sie aus dem Gebäude der Sliffs Company. Alleine könnte das allerdings etwas gefährlich werden, also sollte Mordiv dich auf jeden Fall begleiten. Einverstanden? Klingt gut. In der Zwischenzeit werde ich ganz Kanto nach Team Rocket durchforsten und mit jedem Rüpel vorknöpfen, der mir in den Weg kommt. Vielleicht schaffe ich es herauszufinden, wo sich ihr Boss herumtreibt. Außerdem werde ich der Pokémon-Liga einen Besuch abstatten und den Obermotzen droht von Team Rockets Machenschaften erzählen. Geniale Idee. Vielleicht helfen uns sogar die Top 4. Wer weiß. Dann könnten wir uns jetzt endlich aufteilen und den Plan in die Tat umsetzen. Aber zuerst. Zwergfee und Mordiv. Bevor ich euch zwei Grünschnäbel hier einfach alleine lasse, muss ich mir sicher sein, dass ihr überhaupt das Zeug dazu habt, euch mit diesen Typen anzulegen. Was? Wir kämpfen. Mir ist Schnippe, wer von euch anfängt. Zeigt mir einfach, was ihr drauf habt. Kampf gegen Blau. Ach, Schande. Na, das kann ja was werden. Na komm, auf geht's. Joy-Con. Mach keinen Scheiß. Na komm, los. Du willst also als Erste gegen mich antreten, Zwergfee. Was, alleine? Ja, muss ja wohl. So gefällt mir das. Auf geht's. Kampf gegen die übermächtigen Trainer Blau.
Oder ist er gar nicht übermächtig? Ist da ein bisschen runtergepitcht worden? Ja, auf jeden Fall. Dickdri gibt dein Bestes. Kampf. Schaufler. Na, versuch's zumindest. Level 38. Kokowai. Welches Level habe ich? Level 34. Naja, okay, ist noch schaffbar. Ich denke, das ist möglich. Es liegt im Rahmen des Machbaren. Oder auch nicht. Ja, gut. Schauen wir mal. Na komm. Ach man, ja, es ist der rechte Joy-Con. Von mir aus auch der. Ja, der linke Joy-Con, der macht nicht so viele Probleme, deshalb könnte man auch den nehmen, aber der linke Joy-Con ist seltsamerweise alle. Der geht leider gerade nicht einzusetzen. Ja gut. Das erschwert den Kampf natürlich noch um einiges. Aber ja, ich glaube, wir haben hier eher relativ wenige Gewinnchancen. Ich hoffe, wir müssen diesen Kampf nicht gewinnen. Müssen wir wahrscheinlich doch, aber... Ja gut. Vielleicht ist es so ein Kampf, nachdem man trotzdem weitergehen kann, der nur zum Spaß geführt wird. Ich hoffe es zumindest. Na komm. Evoli, auf geht's. Jetzt ist Blackie dran. Man macht's alle. Flackerband. Na komm, das sieht auch schon ganz gut aus. Sieht nicht schlecht aus. Kann man machen. Jo. So, volle Möhre. Weiter geht's, Evoli. Weiter geht's, Blackie. Auf geht's. Flackerband noch einmal. Dann haben wir zumindest das erste von zwei Pokémon besiegt. Kugelweih wurde besiegt. Das ist gut. Das ist schon mal ein Anfang. Dann kriegen wir das zweite auch noch weiter besiegt. Weiter kämpfen. Ein Glurak. Ja gut, da bin ich mit meinen Feuerattacken wahrscheinlich am besten. Und eher nicht so. Blackie, na komm. Danach bist du wahrscheinlich besiegt, Blackie. Aber sie hat bis zum Ende gekämpft. Rückstoß hat das gemacht. So, Schluck. Das Wasser-Pokémon. Na komm. Los, Schluck. Mein starkes Wasser-Pokémon. Hoffentlich starkes. Naja, deutlicher Levelunterschied. Aber ja, vielleicht eine gezielte Aquaknarre. Vielleicht kann die dem Lurak den Feueratem auslöschen. Nicht. Tja, nochmal Aquaknarre. Tiefe. Ja gut. Oh, das war ein Volltreffer. Das war gut. Hält's durch. Wir haben es fast geschafft, fast besiegt. Es ist also ein doch schaffensbarer Kampf. Man kann ihn schaffen. Relaxo und Glurak haben wir da noch. Ja, Glurak gegen Glurak. Das ist jetzt nicht unbedingt das Wahre, aber vielleicht kriegt's Relaxo auch gebacken. Na komm. Los geht's. Kopfnuss. Sind noch ein paar KP. Das kriegst du doch wohin. Relaxo, halte durch. Und Krabums. Nein, Krabums ist es nicht. Es ist Relaxo. Aber trotzdem. Mit vollem Wumms haben wir Glurak besiegt. Von einem Trainer aus Alabastia hätte ich auch nichts anderes erwartet. Du gewinnst 11.200 Pokémon der 99 krieg ich aus dem Kampf gegen Blau hervor. Na, hervorragend. Puh. Wow. Wenn wer bereits dazu ist, es mit Team Rocket aufzunehmen, dann du. Bei dir ist die Silves Company in sicheren Händen. So, jetzt bist du in der Reihe, Mordev. Los, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.
Mordev, kämpfe. Ich schaue zu. Hui! Ich habe vom bloßen Zusehen schon ganz weiche Knie bekommen. Bei dem Blick in die Augen seiner Pokémon wird es einem ganz mulmig. Aber ich lasse mich davor nicht einschüchtern. Geh du ruhig schon mal vor, Zwergenfee. Mach ich. Und so darf ich also nie den Kampf zwischen Mordev und dem großen Kämpfer Blau sehen. Wir nehmen den Fahrstuhl zu voll zum Treppe laufen. Gleichen ins 10. oder ins 9. von mir aus auch das. Von mir aus auch hierhin. Hier gibt es ein Item. Hyperheiler. Vielleicht sollten wir die Etagen nehmen. Das ist vielleicht nicht schlecht. Da finden wir bestimmt sinnvolle Items und so weiter. Oh. Ein Warpfeld. In ein anderes Stockwerk. Ach du Schande. Nicht solche Rätsel schon wieder. Stimmt ja, das ist. Hier sind wir, das ist doch das Hauptquartier, die Silvescope Company. Wo wir schon in Pokémon Gelbe zu uns durchgequält haben. Wer bist du denn und was willst du hier? Ich will euch besiegen, will Team Rocket Einhalt gebieten. Und das tue ich auch jetzt. So, Replay von Team Rocket fordert mich heraus. Mit drei Pokémon. Einem davon ist ein... Ach du Schande. Einem davon ist ein Tomato. Und ich habe nur noch Relaxo und Glurak. Ich hätte mich vorher heilen gehen können. In einem Pokémon-Center. Aber gut. Ich ging davon aus, dass Blau uns nach dem Kampf geheilt hat. Ist ja nur ein Pokémon-Rüpel, ein Team Rocket-Rüpel. Den kriegen wir durchaus besiegt. Das ist kein Problem. Das kriegt Relaxo hin. Das dürfte kein Problem werden. Wir kämpfen ja noch gegen den Boss. Ich versuche es jetzt erstmal hier oben in der letzten Etage. Vielleicht kommt man einfach so ganz schnell durch, kann sich da irgendwie durchschummeln. Dass wir da nicht alle Rätsel machen müssen, sondern gleich direkt da einbrechen können. Bei dem Boss. Ich glaube zwar nicht, dass das passt. Dass das klappt. Ich glaube zwar nicht dran, aber vielleicht. Man kann es ja mal versuchen. Den Versuch ist es wert. So, Golbat möchte eingesetzt werden. Gegner. Kopf, Nuss. Na komm. Das kriegen wir doch vorhin so ein einfaches Golbat. Kriegst du doch wohl noch gebacken. Aua. Der hält ein bisschen was aus. Na komm, noch einmal Kopfnuss. Kung-Fu-Strahl. Ja, gut. Redaxo verwirrt. Na komm, na komm, na komm, na komm. Kopfnuss. Mach's alle. Sehr schön. Da haben wir den Rocktriebel besiegt und er erledigt. Und weiter geht's. Na, kommen wir hier schon vorbei. Da sitzt der Boss scheinbar dran. Und hier gehen wir nicht lang. Da ist eine Wand im Weg. Da müssen wir wohl das Rätsel bestehen. Hier ein paar Gemälde. Eine Wand. Ein Feuerlöscher. Was fällt dir ein, einfach so gegen uns zu gewinnen? Tja, was fällt mir wohl ein, gegen einen Team Rocket-Rüpel zu bestehen im Kampf? Ich weiß auch nicht. Erdgeschoss. Wir müssen unser Team trotzdem mal aufheilen gehen. Im Pokémon Center. Ja, auch wenn es nur Team Rocket ist. Wir müssen hier mal ein bisschen Heilung machen. X-Kapsel Spezial. Aha. Eine Spezialkapsel. So, ab ins Pokémon Center. Das ist hier gleich um die Ecke. Na. Will jetzt auch nicht mehr laufen. Der Joy-Con macht Probleme, wie immer. Ich habe gehört, in Pokémon Schwert und Schild soll jetzt zumindest mal der Pokémon Pro Controller,
Nicht der Pokémon Pro Controller. Der Pro Controller ohne Pokémon. Ich bin heute auch ein wenig durcheinander. Ist mein erster Part, den ich jetzt nur nach der Sommerpause aufnehme. Während der Sommerpause. Ja, Verzeihung. Was ich sagen wollte, ein Pokémon Schwert und Schild soll es jetzt wieder den Pro-Controller geben. Angeblich kann man damit wieder spielen. Das freut mich außerordentlich, weil diese Steuerung mit den Joy-Cons... Naja. Habe ich schon oft genug was zugesagt. Es ist ein wenig scheiße. hier vielleicht. Da werden wir an Energie aufgelöst und hochgebeamt. Da steht ein Rückgetriebel, den wir mal versuchen zu umgehen. Aha, okay. Versuchen wir mal die richtigen Warpfelder zu finden, die uns hinaufbringen zu dem Boss von Team Galactic. Oder zumindest dem Intendanten hier. Okay, vor jeder Treppe steht da einer, der das bewacht. Da müssen wir wohl hier erstmal rein. Den herausfordern. Endstation, bis hierher nicht und nicht weiter. Ich habe mich schon verlabert. Schon wieder verlabert. Zwei Pokémon, das wird wieder ganz leicht zu erledigen sein. Weil jetzt haben wir wieder das komplett geheilte Team. Los, Diktri! Diktri kriegt das gebacken. Auf geht's. Wär's denn mit Schaufler? Auf geht's. Ich wollte gerade sagen, bringt das irgendwas bei Nemodak? Der hat ja Schwebekraft. Das könnte eventuell verfehlen, aber hat ganz gut was geklappt. Blick in Level 38. Snobbly Card wird eingesetzt. Und weiter geht's. So. Snobbly Card, dich kriegen wir auch noch alle. Snobbly Card oder Snobbly Card? Ich glaube, es heißt Snobbly Card. Ich nenne es zumindest erstmal Snobbly Card. Na komm. Ich nenne die Pokémon so, wie ich sie nennen will. Da könnt ihr mir nichts vorschreiben. Doch, könnt ihr schon, aber ich höre nicht drauf. So, besiegt. Das hätten wir. Nächste Team Rocket Rübel besiegt. Das war wohl nicht entschlossen genug. Du gewinnst 924 Pokémon der Donkeys, die kriegt aus dem Kampf gegen den nächsten Pokémon-Rübe hervor, Pokémon-Team Rocket-Rübe hervor. Ich werde wirklich zum Stotter, weil ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist irgendwie, ist was in meinem Gehirn kaputt. Das ist verzeiht, also das ist an Tagen, wo ich nicht so ganz mit dabei bin. Es ist besonders schlimm. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie ertragen. Es stört mich ja selbst. Aber was kann man gegen tun? Na komm. Ich dachte, da geht irgendwas. Können wir keinen von den Pokémon abziehen? Dann vielleicht hier lang. Okay, hier ist auch eine Sackgasse. Alles voller Sackgassen. Ein Kampf! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die Forscher sind friedlich. Mist. Du glaubst doch nicht, dass ich dich hier einfach nach Lust und Laune rumstolzieren lasse. Lalel. Das habe ich vergeigt. Forscher Patrick fordert dich heraus. Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Das müsstest du als Forscher schon wissen. Ist auch kein wissenschaftliches Utensil. Was ist denn man heute los?
Die Sommerpause hat mir nichts zu tun gehabt. Die Sommerpause hat mir nicht gut getan. Mensch, beherrsch dich. Trägst du hin, meinen Part vernünftig zu moderieren, hier ein bisschen was zu labern, ohne dich dauernd zu verstottern und zu versprechen. Reiß dich mal am Riemen, Zwergi. Reiß dich am Riemen. Tja. Elektroball. Besiegt. Alles klar. So. Drehe ein neues Level. Und weiter geht's. Soll eine bekannte Anzeige durch Erdbeben ersetzt werden? Na, ich bitte doch darum. Erdbeben können wir gebrauchen. Wie wäre es denn mit Triplett? Warum nicht? Attacke vergessen. Mhm. Controller sagt nein. Dann such halt eins aus, oder was? Ja, gut. Ich meine, ja. Das ist ja ein Tiefschlag, dann halt vergessen. Ist mir doch wurscht, wenn der Joy-Con das so will, dann werde ich mich vor den Gedanken des Joy-Cons, dem Willen des Joy-Cons fügen. Von mir aus, wenn es nicht sein soll, ist ja nicht so, als ob ich hier der Trainer bin. Und darf ich diese Attacke verlernen? Ja, das darf ich. Das lässt dazu. Biss erlernt. Porygon wird eingesetzt. So, Diktri wird weiterkämpfen. Nice. Zum ersten Mal in diesem Spiel aufgetaucht. Ein Porygon. Schaufler. Na komm. Wir benutzen trotzdem weiterhin Schaufler. Auch wenn wir mittlerweile Erdbeben haben. Na komm. Das Porygon kriegen wir noch besiegt. Zack. Jo. Das ist mal nice. Das haben, glaube ich, ausschließlich Forscher. Porygons. Und die sind auch relativ selten in der Wildnis zu finden. Aber sind nice Pokémon. Porygon hätte ich mal gerne im Team. So ein Porygon. Hätte ich gerne. Huch, verloren. Mir fällt gerade erst auf, dass der eine zerbrochene Bulle hat. Ein verrückter Wissenschaftler. Aha. Du gewinnst 2100 Pokémon dann und gehst dich gleich aus dem Kampf gegen den verrückten Wissenschaftler hervor. Na dann. Du findest einen Leber. Ja, den können wir gebrauchen. Das ist gut. Und an die Pokémon-Box können wir nicht ran. Wie schade. Mist, die Tür lässt sich nur mit einer Schlüsselkarte öffnen, die wir nicht besitzen. Und, dann andere Wege einschlagen. Wie sah es denn hier aus? Hier ging es nicht weiter. Doch, da war eine Tür offen. Da können wir durch. Findest die Kapsel X-Angriff. Aha, müssen wir gegen dich kämpfen? Oh Mann. Ich will hier zurück. Da links. Hier will irgendwie jeder gegen uns kämpfen. Ah, noch ein verrückter Wissenschaftler. Hier ist der Zutritt verboten. Verschwinde. Naja, wenn er schon sagt, Zutritt verboten, dann werde ich doch umso lieber dort lang marschieren. Ein Pokémon. Electric. Das ging nur noch easy peasy lemon squeezy. Das ist doch kein Problem. Das kriegen wir gebacken. So, mal ein bisschen Erdbeben austesten. Das wird dem Electric ein wenig was bringen. Schaden. Ein wenig. Ein klitzebisschen. So, Forscher Heribert besiegt. Auch ein verrückter Wissenschaftler mit kaputter Bonne. Hey, gewinnen ist hier auch verboten. Du gewinnst 2100 Pokémon-Dollar und gehst siegreich gegen den zweiten verrückten Wissenschaftler hervor. Kampf gegen den Wissenschaftler hervor. So ungefähr.
Jetzt können wir hier quer durch den Raum marschieren, ohne dass uns jemand aufhält. Du hältst eine Flasche Tafelwasser am Trinkspenderautomat. Jo. Wasserautomat. Oh, nein, mit Pepe wollte ich nicht reden. Pepe sondiert die Umgebung. Ein paar Sondierungsgespräche mit der Umgebung. Und super Tank. Willst du etwa eine Koalition bilden, Pepe, oder was? Ich hoffe doch nicht. Da entlang, oder was? Oder wie? Muss wohl so. Hey, Kindchen, du hast hier nichts zu suchen. Du hast hier nichts zu suchen, Team Rocket Rüpel. Rüpel von Team Rocket fordert dich heraus mit eigenen Pokémon. Ja, das kriegen wir noch gebacken. Diesen Part. Ich sehe gerade auf der Uhr. Könnte gleich zu Ende sein. Der Part hat schon länger. Wir könnten mal diese Radikal besiegen und dann diesen Part mal langsam wenden. Langsam, nicht schnell. Heute mal mit anderen Attacken. Triplette vielleicht noch. Kriegen wir trotzdem besiegt. Vielleicht. Na komm. Ich wollte mir was beweisen. Ja, sorry. Na komm. Bleibt weiter paralysiert. Nein, bleibt es nicht. Ach, verdammt. Oh. Hat noch KP. Na dann weiterhin Triplette. Na komm. Mal beweisen, dass wir auch Team Rocket mit nicht so starken Attacken besiegen können. Beweis gescheitert. Als nächstes ist dann, ja, nehmen wir mal Pepe. Nicht mit den stärksten Pokémon, mit den stärksten Attacken kämpfen. Oder Glurak, von mir das, von mir aus auch das. Mit der Joy-Con das so bestimmt. Im nächsten Part wieder mit dem aufgeladenen linken Joy-Con. Der ist besser. Glurak ist auch nicht der stärkste Pokémon im Team. Muss man mal zugeben. So radikal mit Drachenwut besiegt. Alles klar. Team Rocket Rüpel mit Drachenwut besiegt. Du gewinnst 9024 Pokémon und dann gehst du aus dem nächsten Kampf gegen den nächsten Trainer Rüpel Rocket Trainer hervor. Ja, ein paar verrückte Professoren und ein paar Rocket Rüpel besiegt. Hier im nächsten Part. Mal weiter voran. Ach, hier waren wir schon mal. Waren wir hier wirklich schon mal? Scheint so. Im Kreis gelaufen. Tja. Dann würde ich mal sagen, ich glaube, der Part ist schon lang genug. Also, die Uhr. Es ist lang genug. Dann würde ich das mal jetzt erstmal so dabei lassen. Im nächsten Part geht es hier weiter an dieser Stelle. Oha. Jemand hier gefangen im Team Rocket Hauptquartier. Und funktioniert das Sniff so grob. Ja, das im nächsten Part geht es hier weiter im Sniff Scope Gebäude. Mal schauen, wer sich hier aufhält. Wer die Dame, die freundliche Dame ist, ob sie so freundlich ist oder ob sie doch etwas böser ist. Daumen nach oben sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und das nächste Video auf meinem Kanal nicht verpassen wollt. Ja, man sieht sich im nächsten Part wieder auf meinem Kanal. Bis dahin, haut da rein und ciao, ciao.